Also die Annahmen von Betty Edwards, wie man zeichnen lernt, funktionieren im Prinzip auch wie die kinesiologischen Übungen, von denen Laura ganz oft schon gesprochen hat, weil das auf ähnlichen Grundlagen beruht, wie das Hirn funktioniert. Deswegen habe ich Laura als Helferin, die nochmal eine kinesiologische Übung vorstellt mit mir als Versuchsobjekt eigentlich. Genau. Damit ihr auch da geschult werdet und den Zeichenprozess noch angenehmer gestalten könnt. Richtig. Beim Zeichnen würde ich ehrlich gesagt auch immer gucken, dass der Schulterbereich, der Hals entspannt ist. Dafür können wir uns gegenseitig massieren. Wir können so auf Lockerungsübungen machen. Die zeige ich vielleicht in einem anderen Video auch nochmal. Jetzt zu der Übung, die ich meine. Die geht tatsächlich mal zu zweit und man braucht dafür irgendeinen kleinen Gegenstand. Ich habe jetzt hier so eine kleine Spielzeugpfanne. Die in Rot ist ganz schön rot, weil man dem mit dem Blick gut folgen kann. Aber es ist wirklich egal, was ihr in die Hand nehmt, irgendwas Kleines. Und wir stellen uns jetzt so rum hin. Ich hoffe, wir sind beide noch auf dem Bild. Denn du folgst einfach meiner Hand und diesem Gegenstand mit deinen Augen. Ansonsten entspannst du dich einfach. Genau. Was ich gerade tue, ist, ich beschreibe eine liegende Acht. Genau, und nicht wegrutschen mit den Augen. Ich beobachte Julias Augenbewegung. Und wenn ich merke, dass sie mir wegspringt, gehe ich ein bisschen langsamer. Wenn ich merke, dass sie gut folgen kann, kann ich das Ganze auch mal ein bisschen beschleunigen, wieder ein bisschen langsamer machen. Genau. Diese liegende Acht ist eine Schlüsselbewegung. Gut. In der Kinesiologie, das heißt, ganz viele Übungen funktionieren mit dieser liegenden Acht. Und das war jetzt eine Partnerübung, die macht auch tatsächlich ein bisschen Spaß. Ja, fand ich auch. Also bei den kinesiologischen Übungen geht es ja immer darum, dass die beiden Gehirnhälften, die wir haben, sozusagen miteinander kommunizieren sollen, besser vernetzt werden sollen. Je besser sie das können, desto besser können wir alles andere. Eine ganz, ganz wichtige Form, die bei der Kinesiologie immer wieder auftaucht, ist die liegende Acht. Und diese liegende Acht kann man mit allen möglichen Sachen machen, zum Beispiel mit den Händen, mit beiden Händen oder auch nur mit einer Hand. Ganz wichtig dabei ist zu gucken, bin ich Rechtshänder oder bin ich Linkshänder? Julia, bist du Rechtshänderin? Ich bin Rechtshänderin. Ja, ich auch. Im Prinzip guckt ihr einfach mal, wenn ihr euren Arm hochhaltet und den Zeigefinger so ein bisschen abstreckt. Der Zeigefinger zeigt praktisch jetzt in die Richtung, in die ihr euch zuallererst bewegen müsst. Na, wenn ihr Linkshänder seid, macht ihr dasselbe und der Zeigefinger zeigt euch, in welche Richtung ihr anfangt. So, wir sind beide Rechtshänderinnen. Das heißt, wir wissen, wir müssen da schräg nach oben anfangen mit der liegenden Acht. Das heißt, wir stellen uns vor, wir machen die liegende Acht vom Mittelpunkt aus und dann gehen wir die Bewegung schön in die liegende Acht. Wir folgen dabei unserer eigenen Hand mit den Augen und wir achten darauf, dass die liegende Acht schön über die Körpermitte hinausgeht. Ja, das heißt, hier ist meine Körpermitte und meine Acht soll in beide Richtungen dieser Körpermitte gehen. So. Aber ich bewege meinen Kopf nicht nach da, oder? Nur die Augen, oder? Nur die Augen, genau. Mhm. Und wenn ich als Eltern oder als jemand, der das Kind begleitet, gucke, achte ich eben genau darauf. Ist die Acht über der Körpermitte in beide Richtungen oder wird die liegende Acht vielleicht nur auf einer Seite gemacht? Dann weiß ich, da muss ich ein bisschen was üben. Ja? Und dann kann ich dasselbe auch mit beiden Händen machen. Auch da trotzdem wichtig, Rechtshänder fangen in die Richtung an und Linkshänder fangen eben in die andere Richtung an. Okay. Das war's für heute. Danke, das hat Spaß gemacht. Super, danke fürs Zuschauen und schaltet doch noch mal rein, wenn wir noch mehr Übungen zeigen. Und viel Spaß dabei.